Und damit geht's mit viel Schwung hinein in dieses 306. große Wiener Derby an einem Tag, der auch zumindest im Osten Österreichs hochsommerliche Hitze bringt und etwas, das an Tagen wie diesen viele Menschen ganz gerne in Anspruch nehmen würden. Das will sicherlich keiner der 22 Spieler, die wir hier sehen, heute über sich ergehen lassen möchte, nämlich eine kalte Dusche. Beide Teams wollen den Erfolg, beide Teams brauchen den Erfolg. Die Rapidler, um in der Tabelle dran zu bleiben an Red Bull Salzburg, und die Austria, um den Anschluss nicht zu verlieren früh in dieser Saison. Ganz aktuelle Umstellung bei den Rapidlern. Steffen Hofmann kann doch nicht auflaufen, war geplant. Sabitzer darf, muss, soll von Beginn an jetzt für ihn einspringen. Marcel Sabitzer, der sich ja leicht verletzt hat am Donnerstag im Europacup gegen Asteras Tripolis. Da ist er nach dem Spiel mit Krücken aus dem Stadion gehumpelt. Der Knöchel hat ein bisschen gelitten, aber er ist soweit wiederhergestellt und ist jetzt eben, das ist ganz aktuell die Neuigkeit aus der Rapid-Kabine, von Beginn an mit dabei. Also ganz interessant, Rapid ohne Steffen Hofmann, dafür mit Marcel Sabitzer im Mittelfeldzentrum. Ja, Schaub wird wahrscheinlich oder vielleicht in die Mitte rücken, mal sehen, wir lassen uns überraschen. Sabitzer vermutlich auf seiner angestammten Position am Flügel, und da ist er. Steffen Hofmann, der leider nicht mit dabei sein kann. Bin schon gespannt, was der Grund ist für diese kurzfristige Absage der grün-weißen Legende. Auch er sieht und hört natürlich großartige Stimmung hier im Wiener Hanapi-Stadion. Und gleich wird hier die Austria ganz in Weiß die Partie eröffnen. Die Austria-Fans im Hintergrund, im Vordergrund die neue Austria, neue Rapid-Aufstellung, pardon. Sonnleitner und Behrendt in der Innenverteidigung, Paller wieder links hinten aufgeboten, dann Bezos und Boskovic defensiv. Sie werden Louis Schaub unterstützen, Sabitzer und Burgstaller an den Flügeln und Terence Boyd ganz vorne. Er hofft endlich auf sein erstes Derby-Tor im Rapid-Dress, Terence Boyd. Junger Schiedsrichter leitet diese Partie, Magister Harald Lechner, 31 Jahre alt, aus Wien. Sein viertes Derby ist es, das er hier leitet, sein erstes allerdings im Hanapi-Stadion. Erstes Derby haben wir auch gehört für ihn, für Nenad Bjelica. Klar, Rapid hat einen im Moment sehr gut spielenden, breit aufgestellten Kader mit 16, 17 Akteuren, aber dennoch den Ausfall von Steffen Hofmann, den gilt es einmal wegzustecken, zu verarbeiten, aber sicherlich hat auch Louis Schaub das Talent, die Anlagen und das Können, da entsprechend diese Rolle zu übernehmen. Keine leichte Aufgabe, eine interessante Aufgabe für den jungen Rapidler. So, die Austria mit einem ersten langen Ball in Richtung Rubin Okotie, der ja anstelle von Philipp Hosiner spielt hier. Die Neuaufstellung der Austria. Ogul und Ortlechner im Zentrum, links Suttner, rechts Dillewar, der ist neu im Team. Dann Gogon, Holland und Grünwald und vorne Stankovic, Jun und Okotie. Sehr offensiv auch eigentlich aufgestellt und ausgerichtet, die Austria in so einem variablen 4-3-3-System. Trimmel energisch dazwischen, wird von Okotie gefault, Freistoß für die Grün-Weißen. Petzos zu Boskovic und dann geht es zurück zu Sonnleitner und Rian Behrendt. Paller. Ja, gleich einmal unter Druck gesetzt von Alexander Gorgon. Also Stefan Paller, schon unter Anführungszeichen 24 Jahre alt, kommt ja von Rapid und hat dann über Umwege wieder zurückgefunden zu den Grün-Weißen. Jun. Ja, und die erste Schussmöglichkeit für Grünwald
aber keine Gefahr für Jan Novota im Tor von Rapid. Gut gemacht von Jun. Schwer zu nehmen für Grünwald dieser Ball. Beuth. Moskovic. Guter erster Haken. Schaub. Ja, mit links erster Versuch von Louis Schaub. Hat ja bei seinem Europacup-Debüt, das war nämlich am Donnerstag gegen Asteras, eben gleich diese zwei wichtigen Tore gemacht. Sehr zur Freude auch von Zoran Barisic, der natürlich längst seit vielen Jahren, kann man fast sagen, weiß. Ein großes Talent, der Spieler mit der Nummer 21, der junge Mann bei Rapid, Louis Schaub, der 18-Jährige, besitzt. Alle wieder zurück zu Behrendt. Schaub für Sabitzer. Er zieht nach innen. Beuth. Der wird gut von zwei Austrianern attackiert, aber noch einmal Rapid. Trimmel. Flache Hereingabe. Die Austrianer Verteidigung klärt über Kaya Robol. Na, da arbeiten beide mit den Händen, der Foulpfiff gegen Okotie. Behrendt. Rechts wäre Platz, ein bisschen für Trimmel. Beuth. So, jetzt bekommt Trimmel die Chance für eine Flanke, für eine Reingabe. Boskovic. Ah, das ist zu genau und gut erkannt, gut früh erkannt von Gorgon, der dann gefault wird. Und da gibt es gleich die erste gelbe Karte in dieser Partie. Nach wenigen Minuten für Stefan Paller. Stichwort gelbe Karte. Ist untrennbar mit Harald Lechner verbunden, diese disziplinarische Maßnahme im Fußball. Er hat heuer in zwei Spielen 13 gelbe und 3 rote Karten gezeigt. Alle drei zuletzt bei der Partie Grüdig gegen Admira. Ich habe mit Thomas Steiner vorhin kurz gesprochen, unserem Schiedsrichter-Experten, der sagt, er ist sehr konsequent, Harald Lechner. Die Entscheidungen sind regeltechnisch in Ordnung, er zieht seine Linie durch. Und dann kommt halt eine solche Anzahl von Verwarnungen und Platzverweisen zustande. Sehr schöner Ball auf Paller. Und dann das Missverständnis mit Burgstaller. Aber ein erster Offensivvorstoß von Stefan Paller, der dann mit einem Pass schon ins Zentrum gerechnet hat von Burgstaller. Heinz Lindner. Den österreichischen Clubmanager, Bundesliga-Trainer und Präsidenten zum besten Tormann
der Saison 2012-2013 gewählt. Fehlpass von Sonnleitner. Fehler von Boskovic. Alexander Gorgon kann den Ball nicht kontrollieren, ist ja wieder zurück in der Startformation der Austria nach bestandener Oberschenkelverletzung. Steffen Hoffmann, der beim letzten Heimsieg von Rapid bei einem Derby hier im Hannover-Stadion gegen die Austria auch ein Tor erzielt hat. Im März 2010 war es, heute muss er leider zusehen. Fehler von Behrendt. Okotie lässt den Ball da blind weiter in die Mitte abtropfen, aber da ist keiner. Jetzt vielleicht ein bisschen Platz für Rapid. Boskovic. Baller. Und er legt sich den Ball zu weit vor. Und weg ist er. Für Burgstaller und Dilever. Aber draußen out für Rapid. Noch einmal Einwurf nach etwas mehr als 10 Minuten, in denen es zwar recht flott hin und her geht, in denen es aber auch noch keine gefährliche Tormöglichkeit gegeben hat. Jetzt vielleicht. Boyd aus der Drehung. Dann ist es Burgstaller, oder? Suttner gut attackiert von Sabitzer und Petzos. Kein Foul, sagt Schiedsrichter Lechner.
schlechter Pass von Bezos. Und die Austria versucht wieder ganz schnell in die Spitze zu kommen. Ball einfach irgendwie ins Zentrum in Richtung Okote spielen. Auch hier das Motto. Und ein Freistoß für die Austria, aus dem man sicherlich eine gefährliche Aktion jetzt erzeugen kann. Vor dem Tor von Jan Novotná. Und das Ganze nach diesem Foul von Brian Behrendt. So, Alexander Grünwald wird wohl mit dem starken linken Fuß diesen Ball in Richtung Tor drehen. Und Novotná. Der ist übrigens noch ohne Derby-Niederlage. Der slowakische Rapid-Goalie hat erst ein Derby gespielt. Das war eben das letzte, das 2:2 ausgegangen ist. Und hier sehen wir Herbert Weber und Josef Hickersberger, also eine grün-weiße Legende und eine grün-weiße bzw. violette Legende. Josef Hickersberger, der bei beiden Wiener Großclubs gespielt hat, sind auch interessierte Beobachter und Zuseher hier im Stadion. Suttner macht einmal Druck auf die Rapid-Abwehr. Jun und Trimmel. Er bekommt sogar den Out-Einwurf. Jun hat den Ball noch ganz leicht berührt. Dilava. Zu der Robin Okotie. Wartet auf sein erstes Saisontor. Sein erstes Tor seit seiner Rückkehr zur Wiener Austria. Stefan Baller, sein Vater ist aus Ungarn, seine Mutter kommt von den Philippinen. War ja vor seiner Rückkehr zu Rapid auch bei der Admira und war da bei den Niederösterreichern in der Aufstiegssaison. Neben Dibon eigentlich der Mann, der für große Sicherheit und den Zusammenhalt der Abwehr gesorgt hat, eben gemeinsam mit Dibon. Stefan Baller. Ah, der ist zu steil, der Ball. Dann will Trimmel das Spiel ganz schnell machen. Sieht Schaub am Flügel, aber ungenau der lange Ball von Christopher Trimmel. Sabitzer. Boskovic. Er läuft sich fest. Beut mit der Ferse für Putzstaller, schwieriger Ball, der Austria ist aufmerksam. Interessante Entscheidung. Da
ist zunächst Boyd, wie ich finde, sehr ungestüm in diesen Zweikampf hinein gestürmt. Aber er hat dann das Foul bekommen. Stankovic. Gute Arbeit nach hinten von Okoye, der früh dieses taktische Foul begeht im Mittelfeld, den Rapid Konter ganz schnell unterbindet. Und Boyd mit dem technischen Fehler, der Austria wieder den Ballbesitz bringt. Jun. Herrlicher Pass von Jun. Ein bisschen zu steil. Fast hätte es geklappt hier mit dem Anspiel. Tief im 16er der Rapidler. Ein bisschen zu steil dann für ihn, für Alexander Grünwald. Ein heißer Derby-Zweikampf im Schatten der Westtribüne zwischen Trimmel und Okoye. Bierdusche inklusive. Sehr gut von Ort Lechner. Früher am Ball als Boyd. Sehr energisch. Holland zu Dillerer. Suttner. Jun, noch einmal Suttner. Und Grünwald mit dem Schuss aufs Tor. Wieder Petzos, der sich tief zurückfallen lässt, um dann noch für die Spieleröffnung zu sorgen. Behrendt und wieder Sonnleitner. So, Trimmel zieht auf am Flügel. Nun, Foul. Ja, Foul von Schaub an der Mittellinie, Freistoß für die Austria. Stankovic, da kommt er nicht mehr hin. Ja.
Burgstaller. Jetzt ist er weg, der Ball. Wieder sehr energisch gegen den Ball. Die ausdrehende Abwehr, in diesem Fall war es wieder Manuel Ortlechner. Burgstaller übrigens der einzige Rapidler im Kader für das Ländermatch. Kommende Woche gegen Griechenland, ist ja für Janko sozusagen nachgerückt. Griechenland gegen zu Gast in Salzburg am Mittwoch, live in ORF 1 ab 20.15 Uhr. Wie natürlich auch kommenden Freitag unser wöchentliches Live-Spiel in der ersten Liga. Und heute in einer Woche gibt es in der Bundesliga die Live-Partie Admira gegen Rapid zur gewohnten Zeit. So, Suttner, Flanke ist gut. Der Kopfball zu zentral. Novata muss diesen Ball ganz sicher halten und das tut auch. Eigentlich fast immer sehr solide, was seine Leistung betrifft. Jan Novata, der 29-jährige Slowake, der seit April 2013 Nummer 1 ist bei Rapid. Das kommt nicht am Schiedsrichter vorbei und daher ist wieder die Austria an der Reihe. Kommen wir schon mit einem weiteren Versuch, aber viel geht da über die linke Seite. Wenn die Austria kommt, offensiv hier noch einmal der Ballverlust, der Rapidler im Mittelfeld und dann geht es eben über Thomas Schuhn, wie schon einige Male in dieser Partie. Also das ist sicherlich im Moment die bessere Offensivseite bei der Austria. Da könnte mehr herausschauen als bisher. Beuth verwandt, ermahnt. Von Palla und der hat schon die gelbe Karte. Nach 5 Minuten hat er sie bekommen. Was macht er jetzt, der Herr Lechner? Er gibt die zweite gelbe für Palla und das ist rot. Das Ganze nach 26 Minuten und dazu noch eine gelbe für Burgstaller wegen offensichtlichen Reklamationen. Ja, geht in Ordnung, vor allem nach Ansicht dieser Bilder hier, da kommt Baller zu spät, hat keine Chance mehr den Ball zu spielen und das ist nur noch gefährlich. Da nimmt er die Verletzung seines Gegenspielers in Kauf, da muss Lechner reagieren und da bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als Stefan Baller vom Platz zu schicken, nach etwas mehr als 25 Minuten zusätzlicher Zündstoff für die Partie. Novata mit den Fäusten am Ball. Abseits. Aber ein Arbeitstag voller neuer Herausforderungen für Zoran Barisic. Zunächst erfährt er kurz vor Spielbeginn, dass Hoffmann nicht spielen kann. Dann verliert er einen Verteidiger nach 25 Minuten. Da gibt es einiges zu tun auf der Rapid-Bank. Da ist Coaching gefragt und
Rapid wird wechseln, wird den frei gewordenen Verteidigerplatz neu besetzen mit Thomas Schrammel. Und da wird Barisic wohl einen seiner Offensivleute vom Platz nehmen müssen. Ja, ich höre gerade von der Seitenlinie, Terence Boyd wird das Spielfeld verlassen müssen. Wird Platz machen für Thomas Schrammel. Zunächst geht einmal Sabitzer bis zur Wechselmöglichkeit auf die Verteidigerposition links hinten bei Rapid. Freistoß für Rapid, das gibt den Hütteldorfern die Gelegenheit jetzt zu tauschen. Also, Thomas Schrammel kommt und die Nummer 9 ist angezeigt worden. Das ist die Rückennummer von Terence Boyd, der sicherlich sehr enttäuscht sein wird. Als erster muss er den Platz für einen anderen freigeben. Als erster wird hier ausgetauscht, eben aufgrund der gelb-roten Karte gegen Palla. Boyd bleibt weiterhin ohne Darbytor. Muss jetzt ebenso zusehen wie Palla und wie Steffen Hoffmann, der gar nicht heute dabei sein kann bei Rapid. Vielleicht werden da so ganz leise grün-weiße Erinnerungen wachen. Die vergangene Bundesliga-Runde in Graz gab es ja in der ersten Minute schon einen Ausschluss gegen den jungen Maximilian Hoffmann nach einem Handspiel im Strafraum. Rückstand für die Grün-Weißen nach dem folgenden Elfmeter. Am Ende ein souveräner 4:2-Sieg in Graz. Aber heute ist das anders. Heute ist Derby-Zeit und wir erleben ein Derby, in dem die Austria mittlerweile eigentlich die Spielkontrolle an sich gerissen hat. Jetzt natürlich auch noch den Vorteil hat, einen Spieler mehr zur Verfügung zu haben. Abgesehen von einem Burgstaller Schlenzer am langen Eck vorbei, war da noch gar nichts zu sehen von der Rapid-Offensive. Eckball Austria. Man kann durchaus zufrieden sein, Nenad Belica, so wie sich seine Mannschaft, die zuletzt nicht überzeugt hat, hier bisher präsentiert. Noch ist der Ball nicht weg. Okoti hat es probiert. Rapidler klären auf Raten, aber nur kurz. Stankovic, Schuss wird geblockt. Bezos. Ja, da ist keiner. Thank you.
Blitz kommt im Moment nicht aus der eigenen Hälfte. Sonnleitner steht goldrichtig. Nun wollte den Ball durch die Abwehrkette durchstecken für Okotie. Und Applaus an der Seitenlinie von Nenad Bjelica für seine Spieler. Mario Sonnleitner. Lechner, einer der erfahrensten bei der Austria, was die Anzahl an gespielten Davis betrifft. Lechner und Suttner. Schon einiges erlebt haben, viel Positives eben. Viele positive Ergebnisse der Austria in den letzten Saisonen. Schon wartet auf den Ball, um einen weiteren Eckball der Austria zur Mitte zu bringen. Es läuft überhaupt nicht jetzt bei Rapid. Es gelingt überhaupt nicht, den Ball in der Mannschaft zu halten, geschweige denn irgendwie kontrolliert aus der eigenen Hälfte herauszuspielen. Nächster Versuch, Bezos. Von Behrens, Grünwald. Schrammel kann befreien. Noch einmal die Austria. Ganz interessant, Ballbesitzstatistik sagt 50% Rapid, 50% Austria. Gefühlt und gesehen ist die Austria ganz klar die Mannschaft, die hier mehr macht, mehr tut und mehr spielt. Rapid hat eben zu Beginn vielleicht ein leichtes Übergewicht, ohne daraus Kapital schlagen zu können, aber mittlerweile hat sich das klar zugunsten der Austria gedreht. Thank you.
Jetzt bekommen die Rapidler ein paar Minuten, ein paar Augenblicke Zeit, um zu verschnaufen nach diesem Freistoßpfiff. Da geht überhaupt nichts. Ganz anders als am Donnerstag können sich auch heute weder Boskovic noch Pezzo sind die erfolgreich kreativ in die Offensive einschalten. Schaub noch nicht im Spiel. Fehler von Behrendt. Schaub. Pezzos. Gorgon spielt sich den Ball selbst ins Out und Thomas Schrammel wird einwerfen. Aber viel zu schnell, viel zu oft verlieren die Rapidler den eroberten Ball. So eine völlig misslungene Flanke von der Austria, die zwar mehr spielt, ein Übergewicht hat, bis zum 16er kommt, aber dann ist auch Schluss für die Mannschaft von Nenad Bjelica, der natürlich gar nicht probiert, viel am Erfolgskonzept und Rezept von Peter Stöger aus der Vorsaison zu verändern, aber vieles klappt einfach noch nicht so wie in der Meistersaison 2012-2013. Foul, Burgstaller. Cotier. Ja, zuerst das Foul des Austrianers. Ich glaube, auch die Entscheidung geht in Ordnung. Er ärgert sich. Aber er hat zunächst einmal diese Unsportlichkeit begangen. Rubin Cotier. Und Rapid hat den Ball schon wieder verloren. Der Mittelfeld arbeitet da wirklich sehr stark. Jun, auch einer der auffälligsten, immer anspielbar, viel in Bewegung. Aber auch für ihn gilt, der letzte Pass, der letzte Ball ist heute noch nicht das violette Vorzeigeelement in dieser Partie. Nächster Eckball im Vorjahr, in der Meistersaison. Da war die Austria die absolute Top-Mannschaft in der Liga, was das Ausnutzen von Standardsituationen betroffen hat.
So viele Tore wie nach Eckbällen und Freistößen sind keinem anderen Team gelungen in der Austria. Heuer 0, noch gar keins. Höchste Zeit, wie die Austria-Fans finden. Arbeit beim Eckball von Jan Novota, dann der Ausschuss, der da viel zu früh kommt. Noch kein Rapidler in der australischen Abwehr, um irgendwie vielleicht die Chance zu haben, diesen Ausschuss zu erlaufen oder sich zu holen. Und schon wieder sind die Gäste in der Vorwärtsbewegung. Ja. Nicht nach diesem Fehlpass von Kaya Rogul. Pausenpfiff, 0:0 steht hier im Hanabi-Stadion nach 45, ja, wie zu erwartend, hitzigen Derby-Minuten. Noch keine Tore, aber schon einige interessante Szenen und einiger Gesprächsstoff, der sich bietet, nicht nur zwischen den Spielern. Rapid-Offensive findet nicht statt, die aus der kann ihre Überlegenheit noch nicht ummünzen, noch nicht in einen Vorteil verarbeiten. Und daher steht es 0:0 nach 45 Minuten. Ja, und gleich gibt es die erste Reaktion, die erste Stellungnahme. Andi Felber, bitte sehr. Ja, bei mir ist Steffen Hoffmann, der die ersten 45 Minuten und wahrscheinlich auch die zweiten 45 Minuten auf der Bank verfolgen wird. Steffen, das ist die erste Frage, was ist los, wo zwickt es im Rücken? Ja, ich habe heute Morgen einen kleinen Hexenschuss im Rücken gehabt. Wir haben noch alles probiert heute, dass es irgendwie geht, aber es hätte keinen Sinn gemacht. Und ja, sehr bitter, da nicht dabei zu sein. Sehr bitter, nicht dabei zu sein, bitter auch für Rapid, ab der 26. Minute zu 10. Wie sieht Ihre erste Analyse von der Bank aus, wenn Sie diese ersten 45 Minuten sehen? Ja, ich meine, zur gelb-roten Karte kann ich nichts sagen, es war sehr weit weg. Man hat das nicht gescheit gesehen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr nervöses Spiel, vor allem von uns. Wir haben ganz gut angefangen und sind dann eigentlich immer nervöser geworden und ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir zweite Halbzeit noch einen Zahn zulegen können und das Spiel vielleicht sogar gewinnen können. Jetzt in der Kabine sind Sie Motivator, nehme ich an. Ja, ich gehe jetzt gleich rein und ja, werde mit den Jungs reden und ihnen einfach versuchen zu helfen. Nenad Bjelica, ja, natürlich auch aufgeregter. Wir sind in der Pause des 306. großen Wiener Derbys. Zwischen Rapid und der Wiener Austria. Tore sind noch nicht gefallen, also Pausenstand 0:0. Helge, es ist eine sehr kampfbetonte Partie, aber es ist keine gute Partie. Warum? Überhaupt keine gute Partie. Beide wirken sehr nervös, beide nach dem Motto, ich will, aber kann nicht. Das sieht man. Und nach der roten Karte hat die Austria ein bisschen Überhand bekommen, aber so ein richtig gutes Spiel ist es noch nicht. Abgesehen jetzt von einem Mann mehr, war, glaube ich, auch schon vorher die Austria leicht überlegen. Woran liegt es? Schwierig zu sagen, die Austria traut sich ein bisschen mehr und Rapid ist ein bisschen nervös. Woran das liegt, da sicher ein kleines Problem, dass der Steffen Hoffmann nicht von Beginn an spielen hat können. Das hat vielleicht ein paar verunsichert. Bin gespannt, was jetzt in der Halbzeit passiert. Vielleicht hat er da Zocke gesagt in der Halbzeit, schauen wir, dass wir rote Karten kriegen, weil das ist ein gutes Omen. Da haben wir letztens 4:2 gegen Sturm gewonnen, aber ich weiß nicht genau. Wenn wir jetzt schon sprechen über die rote Karte, schauen wir uns die beiden gelben an, die dann zur roten Karte geführt hat. Steffen Paller also ab der 26. Minute nicht mehr dabei. Hier Foul Nummer 1 schon nach ein paar Minuten. Und dann sehen wir gleich auch das zweite. Ich glaube, das kann man alles
geben. Man sieht, er kommt zu spät. Er wollte ihn nicht so reinspringen, aber man kann es wirklich geben. Es sind zwei klare gelbe Karten. Und auch wenn es zu früh ist, es ist regelkonform und es ist okay. Und dann sehen wir, dass Nenad Bjelica auch eine Karte gefordert hat in dieser Szene. Und dass einige von der Betreuerbank von Rapid darüber nicht gerade sehr begeistert waren. Wir sehen dann auch nachher noch Thomas Hickersberger, den Co-Trainer, der sich darüber mokiert, dass der Bjelica eine Karte gefordert hat. Ja, ist aber auch irgendwie normal im Fußballgeschäft, oder? Ja, es ist normal. Als Trainer lebst du mit und auch die Bank lebt mit bei so einem Spiel. Und da regt man sich auf und die gegenüberliegende Seite regt sich natürlich auf. Warum regt sich der auf? Und schon regen sie alle auf. Nur wir bleiben ruhig. Wir sind ganz ruhig, ja. Wir haben uns richtig schwer getan, ein paar gute Szenen herauszusuchen, nämlich Torszenen. Da gab es zunächst einmal eine Doppelchance für Rapid, Beuth aus der Drehung und dann der Nachstoß von Burgstaller. Da ja, da macht es der Burgi, schießt am langen Eck vorbei, aber zu weit vorbei. Hat dann Beuth auch noch reklamiert, dass da ein Hens dabei gewesen sein soll, aber ich glaube, der hat ihm mehr im Kopf bekommen. Genau ins Gesicht. Ja. Also da alles in Ordnung. Dann haben wir eine Szene, einen Angriff der Wiener Austria über die linke Seite. Suttner, die Flanke. Links überhaupt die Austria, stark, auch mit Jun vorne. Ja, der Jun ist der auffälligste Spieler bei der Austria. Und da haben sie ein bisschen die linke Seite vernachlässigt. Da sieht man, der Trimmel rückt rein, obwohl andere Spieler auch da gewesen wären. Und da kommt er zum Kopfball, aber leider zu zentral oder Gott sei Dank im Sinne von Rapid. Da hat Nowota den Ball gefangen, das betone ich deshalb, weil er ganz gern fäustelt, wegfäustelt. Hast du eine Erklärung dafür? Ich habe keine Erklärung. Er nimmt manchmal den sicheren Weg und ich habe mit ihm gesprochen. In der Kasernierung hat er von Goethe Faust gelesen und das versucht er jetzt umzusetzen. Wir haben vor dem Spiel viel über die Defensive der Wiener Austria gesprochen, über die Fehler. Heute steht sie eigentlich ganz gut und auch das wollen wir uns natürlich jetzt genauer ansehen, warum sie heute besser steht. Beziehungsweise, ja, schauen wir uns das vielleicht einmal an. Ja, sie stehen defensiv um einiges besser, aber beim Offensivpressing, da hapert es noch ein bisschen. Da sieht man, da geht ein Spieler drauf, dann kommt der andere, dann kommt der dritte dazu und das ist immer zu spät. Jetzt versucht der vierte zum Attackieren und das bringt nicht wirklich was, wenn nicht alle gemeinsam attackieren. Und da ist eine ganz gute Szene von Rapid, aber da steht die Austria wieder sehr gut. Offensivpressing nicht gut, aber defensiv die Viererkette mit den Sechsern stehen sehr gut, kompakt und vor allem aggressiv. Das, was in einem Derby auch sehr, sehr wichtig ist. Bjelica hat uns vor dem Spiel erzählt, dass im Gegensatz noch zur Ära von Peter Stöger jetzt seine Verteidiger ein bisschen mehr Risiko nehmen. Wie hat er das genau gemeint? Bei welchen Szenen? Nein, es ist Spielauffassung. In Peter Stöger war wahrscheinlich wichtiger, dass teilweise die Null steht. In Nenad Bjelica ist wichtiger, dass die Verteidiger auch mehr mit nach vorne gehen. Und das wirkt sich natürlich auch dann aus bei den Gegentoren. Aber man kann jetzt nicht sagen, nach zwei, drei Spielen, weil sie jetzt 8 Tore bekommen haben, ist es jetzt alles über den Haufen zum Werfen. Fakt ist, sie haben 8 Tore bekommen, aber heute schaut es schon wieder um einiges besser aus. Rapid hat heute nicht annähernd diese Leistung gezeigt, wie am vergangenen Donnerstag gegen Tripolis. Traust du der Mannschaft jetzt mit numerischer Unterlegenheit zu, doch noch ein bisschen einen Zahn zuzulegen? Wir haben das gestern auch gesehen bei Red Bull Salzburg. Erste Hälfte ganz schlecht und in der zweiten fast wie verwandelt. Es ist oft so, speziell in einem Derby, wenn man nervös beginnt, aber dann kriegt man vielleicht in der Kabine eine Aufrüttelung des Trainers und dann werden noch mehr Kräfte frei und das kann auch passieren. Und auch mit einem Mann weniger, man hat gesehen, der Trainer hat sich in deren Spalt rausgenommen. Das heißt, sie haben nur einen Stürmer weniger, aber im Mittelfeld und in der Defensive sind sie trotzdem gleich. Und deswegen macht es oft gar nichts, wenn man ein Mann weniger ist. Die Mannschaften kommen zurück aufs Spielfeld hier im Wiener Hammerby-Stadion. Wir warten auf den Beginn der zweiten 45 Minuten im 306. und bis jetzt eigentlich enttäuschenden großen Wiener Derby. Es steht 0:0, noch keine Tore, die Austria-Fans bejubeln durften, auch wenn die Austria vielleicht den Hauch knapper dran war an einem Torerfolg bislang in diesem Spiel. Rapid seit der 26. Minute nur noch zu 10 nach der gelb-roten Karte für Stefan Paller und spätestens seit der 26. Minute ohne Tormöglichkeit, ohne auch nur annähernd gefährlich in die Nähe des Austria-Tores gekommen zu sein.
Vielleicht hat Zoran Barisic die richtigen Worte gefunden, die richtigen Maßnahmen gesetzt, an den richtigen Hebeln gedreht und vielleicht kann Rapid jetzt so auftreten, wie das der Mannschaft auch zuletzt gelungen ist. In Graz in der Bundesliga und am Donnerstag hier in Vielleicht sorgt auch die Austria mit noch besserem, genauerem Offensivspiel dafür, dass dieses Derby einfach besser wird in Hälfte 2. Keine Wechsel bei beiden Mannschaften. Stadion, Sonnenschein und Nebel. Nebel im Bereich des von Heinz Lindner jetzt im Schatten der Westtribüne stehenden gewitterten Austria-Tors. Obwohl ja auch noch ohne zählbaren Erfolg. Grünwald für Jun. Suttner geht mit und Suttner holt einen Eckball heraus. Innenverteidiger kommen mit Rogol und Ortlechner. Suttner ist die Absicherung an der Mittellinie gemeinsam mit Holland und wieder sicher nach einem Eckball Jan Novotar. Vorsichtig über Sonnleitner. Schaub. Sabitzer dreht wieder ab. Schaub. Verlagerung auf Sabitzer klappt nicht. Das Rubino Kotti wird behandelt oder wurde behandelt vor der Austria-Bank. Dürfte die Kontaktlinse wahrscheinlich verrutscht sein, so wie sich das Ganze von hier oben dargeboten hat. Aber geht schon wieder. Kotti ist zurück. Ja, auch schlechte Erinnerungen an ein Derby, in dem er auf Sonnleitner getroffen ist, auf den Rapid-Innenverteidiger. Da gab es ja im August vor einem Jahr einen Zusammenstoß, einen Zusammenprall zwischen Sonnleitner und Okotie und die Folge noch beim Bruch und spielte Okotie in weiterer Folge ja einige Zeit lang mit einer entsprechenden Maske. Roskovic. Schlechter in der Abschluss.
Abschluss. So, Grünwald. Links ist Jung, der viel Platz hat, immer wieder da alleine am Flug ist. Und immer Jung. Da muss nicht eingreifen. Schuss dann letztendlich ungefährlich. Von ihm, von Thomas Jung. Versucht das auch zu nutzen, kann sich immer wieder in Szene setzen. Grünwald. Schaut noch einmal für Sabitzer. Und ein Foul von Kai Rogold, der sich auch eine gelbe abholt. Zweite in dieser Saison und ja, endlich einmal, muss man sagen, aus Rapid-Sicht eine Freistoßsituation, die Gefahr bedeuten kann für das Tor von Heinz Lindner. So, Petzos wartet auf den Pfiff. Da ist er. Weiter geht's. Warum nicht? Das war die beste Rapid-Chance bisher in dieser Partie. Thanos Petzos mit einem gefährlich direkt aufs Tor geschossenen Freistoß. Der Ball kommt ganz unangenehm für Lindner. Aber der lässt sich nicht überraschen. Stöller gewinnt den Zweikampf. Sind Grünwald an ihm dran. Guter Antritt von Guido Burgstaller. Sabitzer kann dann nicht vollenden. Und es gibt einen Einwurf für die Austria. Noch einmal.
Kotje. Schiedsrichter Lechner auf dem Weg zu Rapid-Trainer Barisic. Der lange unterwegs ist, wo zunächst die ersten verfehlen, aber keiner bringt hier den Ball oder den Kopf irgendwie an den Ball. Einige die Chance. Auch James Holland ist da mittendrin. Aber keine Gefahr letztendlich für Jan Novotra und Rapid. Es steht weiterhin 0:0 und schon wieder sind mehr als 10 Minuten vergangen in Hälfte 2. Die Hektik, die sich erste Hälfte irgendwie breit gemacht hat, ist nach wie vor eigentlich spürbar. Wiederbar. Ja, den darf er schon mit der Faust nehmen. Der kommt unangenehm. Er steht außerdem gegen die tiefstehende Sonne. Jan Novotra. Nummer sicher. Rückball-Serien der Austria. Auch kein schlechter Schuss, aber es klappt bis jetzt noch nicht mit dem Tor auf beiden Seiten. Stankovic hat es hier probiert, aber ich glaube, Sie können ahnen, wie gut diesem Spiel ein Tor tun würde, egal welche Mannschaft es erzielt. In Kürze wird Rapid ein weiteres Mal wechseln. Information von der Bank. Lukas Kozorek, ein junger Offensivmann, ein junger Stürmer, macht sich bereit. Auch einer, der technisch sehr, sehr stark ist. Wird Schaub wohl, ich denke auch Schaub wird wahrscheinlich gehen. Der hat eigentlich nicht hineinfinden können in dieses Spiel. Hat das, was viele von ihm erwartet und erhofft haben, heute nicht zeigen können. Schuss. Und plötzlich aus dem Nichts heraus die Riesenchance für Rapid in Führung zu gehen. Christopher Trimmel. Noch einmal, der lange Ball hier in den 16er. Und dann war es kein Schuss, sondern ein Kopfball natürlich an die Stange. Nachschussversuch von Schaub. Und da hat er Pech. Ist da noch ein Austrianer dazwischen. Immerhin ein offensives grün-weißes Lebenszeichen nach 60 Minuten.
Rückstand für Petzos, der rutscht aus, aber hat genug Zeit. Schammel. Schlechtes Passspiel von beiden hier. Aber noch einmal die Rapidler. Sabitzer. Rapid 35 Minuten bereits in Unterzahl und das noch für eine weitere halbe Stunde. Neue Kräfte sind daher wichtig, sind gefragt und neue Kräfte kommen in Form von Lukas Grosorek, der sich bereit macht. Hier noch einmal der Kopfball an die Stange, der hier fast die Rapidführung gebracht hätte. Schaub also ist es, der wie erwartet das Spielfeld verlässt. Sabitzer. Wirbelt, kommt selbst aus dem Wirbel nicht mehr heraus. Schrammel. Grosorek. Sabitzer. Nicht mehr hin, Lukas Grosorek und auch Nenad Bjelica, den wir sehen, wird wechseln. Philipp Hosiner macht sich langsam bereit bei der Austria. Klares Zeichen, offensive Stärken. Bjelica sieht ganz klar hier die Möglichkeit, die Partie zu gewinnen. Er braucht einen Mann, der ein Tor erzielen kann in so einer Situation und hofft, dass das Philipp Hosiner ist heute Nachmittag. Kommt die Austria die Gelegenheit, diesen angesagten Wechsel durchzuführen. Da steht Philipp Hosiner, der Torschützenkönig des Vorjahres. Und der Spieler mit der Nummer 9, das ist Rubin Okotje, der heute auch kein Tor erzielen konnte. Er verlässt das Spielfeld, der 26-Jährige, der weiter warten muss auf seinen ersten Saisontreffer. Auch keinen gefährlichen Abschluss bisher in dieser Partie. Rubin Okotje und jetzt ist eben Philipp Hosiner gefordert. Ganz vorne bei der Austria. Gute Idee, den Ball durchzulassen für Stankovic. Aber der kommt nicht an den Ball. Petzos. Ja.
Rechtes über links, nach wie vor das Motto bei der Austria. Alexander Gorgon rechts am Flügel bei der Austria, zumeist nur unbeteiligter Zuseher. Harte Attacke gegen Buchsteuer. Wie es scheint, möchte auch Nenad Belica die rechte Austria-Offensivseite ein bisschen mit Leben erfüllen. Denn Alexander Gorgon wird auch nur mehr ein paar Augenblicke spielen und dann das Spielfeld verlassen. Bei nächster Gelegenheit. Petzos. Und genauer für Sabitzer. Voll. So, jetzt der Tausch. Es kommt Daniel Reuer anstelle von Alexander Gorgon, den wir hier noch einmal in Aktion sehen, in seiner letzten in dieser Partie. Hat auch wenig gezeigt in der Offensive Gorgon. Vielleicht kann Reuer mehr bewegen auf der rechten Austria-Angriffsseite. Ein bisschen besser im Spiel als über weite Strecken der ersten Hälfte. Ein, zwei gute Ansätze, aber im Großen und Ganzen ist es noch immer kein großes Wiener Derby. Viel zu viele Fehler, so wie dieser. Für Burgstaller. Markus Kretschmer, Thomas Baritz aus der Führungswege sieht vielleicht den nächsten Austria-Angriff. Und in Richtung Hosiner. Gut abgelaufen von Sonnleitner. Der ist schnell am Ball und klärt er sicher vor Hosiner, der gelauert hat. Wieder Ball in Richtung Hosiner. Grün-Weiß gegen Violett heißt also heute Nachmittag, Rot-Weiß-Rot gegen Blau-Weiß dann am kommenden Mittwoch. Noch einmal die Erinnerung, Österreich empfängt Griechenland in einem letzten wichtigen Testspiel vor den WM-Qualifikationspartien im September, Mittwoch 20.15 Uhr in ORF 1. Dieses Spiel sehen Sie natürlich ebenso live wie am Freitag unser erste Liga-Live-Spiel. Gegen Mattersburg und in der Bundesliga geht es kommenden Sonntag wieder ab 16 Uhr live zur Sache. Der Sonnleitner, Hosiner kann fast diese ungenaue Rückgabe erben. Ja, so schlimm war es nicht, dass ich da war. Hosiner
durchaus im Rahmen des Erlaubten, würde ich sagen, unterwegs in Richtung Jan Novota. Also da war original gar nichts. Völlig überraschend hat sich Jan Novota auch relativ schnell von den Schmerzen, die ihn zu Boden gerissen haben, erholt. Gott sei Dank. So lange drei Austrianer, bis der Foulpfiff ertönt und Rapid einen weiteren Freistoß zugesprochen bekommt. Petzus legt sich den Ball schon wieder zurecht. Alarmsignale schrillen bei Heinz Linden, wobei die Distanz ist eigentlich zu groß für einen Direktschuss. Aber weiß das auch Petzus? Nein. Von Hosina. Alle Standardsituationen jetzt. Petzos, Freistöße, Eckbälle. Trimmel und Sonnleitner schleichen sich da hinten an. Das haben wir auch am Donnerstag immer wieder gesehen. Kapitler kommen dann aus dem Schatten sozusagen. Da wird ein Foul gepfiffen, gestoßen. Freistoß für die Austria. Einmal mehr ist nichts passiert. Sonnleitner war es, der gestoßen hat. Und schon langsam ruhen unsere Hoffnungen, ihre und meine, was hier Tore betrifft, die wir natürlich gerne sehen wollen, auf der Rapid-Viertelstunde, die in einer Minute beginnen wird. Da jetzt. Lang wartet er, Schiedsrichter Lechner. Und dann kommt der Pfiff gegen Rogol, der den Ball hier einklemmt. Aber da hätte Schlimmeres passieren können für die Austria nach diesem Missverständnis zwischen Dileva und Rogol. Behrend kann den Ball dann nicht herausstochern. Wieder Freistoß für die Grün-Weißen.
versucht ein bisschen viel alleine. Tanis Petzos. Eckball für die Austria. Nenad Bedica erkennt heute offensichtlich nur eine Richtung, nur ein Ziel, und das heißt Rapid-Tor. Dorthin soll es gehen, dort soll es klappen, denn er wird noch einen Stürmer bringen mit Roman Kinast. Für die letzten 12, 13 Minuten mal sehen, wie schnell die Austria diesen angekündigten Wechsel auch noch umsetzt. So, Jun. Und es gibt noch einen Eckball. Dilawa, Schuss abgeblockt, der war gar nicht schlecht, den hat er gut getroffen, diesen Ball. Aber wieder war ein Rapidler dazwischen. Der diese Flanke irgendwie abnehmen und verwerten könnte. Boskovic für Burgstaller, der ist ganz alleine und gut aufgehoben bei Ortlechner. So, jetzt tauscht die Austria. Wer geht? Es ist Alexander Grünwald. Erste Aktion von Kinast. Foulspiel an Grozorek. So, Boskovic noch einmal im Mittelpunkt. Auch er wird in Kürze das Spielfeld verlassen. Der Freistoß von Boskovic. Und das nächste Foul. Und dann attackiert Sonnleitner noch Lindner. Boskovic bringt den Ball da in Richtung zweite Stange, Fünferecke. Trimmelt dann mit dem Kopfball und Burgstaller mit dem Kopfball und dann der Pfiff. Das war ein Foul und in der Mitte dann auch noch die Attacke von Sonnleitner. So.
Ein weiterer Defensivmann kommt bei den Rapidlern mit Harald Bichler. Also die Rapidler sind wohl mit einem Punkt zufrieden, hier in numerischer Unterzahl. 10 Minuten sind noch zu spielen. Kotzerek. Sowohl er, Soran Barisic, als auch Nenad Bjelica haben alle ihre möglichen Wechsel durchgeführt. Kein weiterer Spielertausch ist mehr möglich. Hier in der Schlussphase im Hanapi-Stadion. Suttner. Petzos. Fehler von Reuer. Ja, und dann ein Foul von Lukas Kotzerek. Es gibt noch einen Freistoß für Rapid. Und eine gelbe Karte für Manuel Ortlechner. Mit dem Ellbogen arbeitet er da gegen den Kopf von Marcel Sabitzer. In Ordnung. Die gelbe für den Austria-Kapitän. Verstehe ich nicht. Gibt es ja keinen anderen mehr bei Rapid, der sagt, pass auf, jetzt darf ich mal.
Kosina. Stankovic. Und Reuer, aber du hast 2 Meter am Tor vorbei mindestens. Alles spricht hier für ein 0:0. Oder gelingt einem der beiden Teams noch ein Glückstreffer in allerletzter Minute. In Anbetracht dessen, was wir bisher gesehen haben, knapp 88 Minuten, muss man eigentlich sagen, nein. Das wird nicht passieren. Kosina. Ozurek. Kein Fall. Wieder mal zu Reuer. Jun hat jetzt auch deutlich nachgelassen, ist auch müde geworden im Verlauf dieser zweiten Spielhälfte. Nach sehr guten ersten 45 Minuten gelingt ihm jetzt auch nur noch wenig. Foul von Kinast. Noch einmal Thanos Petzos. Das war mit der Hereingabe und Lindner. Noch wenige Sekunden in der regulären Spielzeit und dann werden 180 Sekunden dazukommen. 3 Minuten Nachspielzeit, so viel Zeit bleibt noch. Jedem Team, um sich vielleicht doch noch einen nicht mehr erhofften Sieg zu sichern, um sich 3 Punkte zu holen. Bundsteuer verliert den Ball, Dilava. Noch einmal. Wechselpass auf Dilava. Für Kinast. Oh, da bringt der Ball nicht zu Reuer. Jetzt zurück zu Dilava. Thank you.
Die letzte Minute bringt eine weitere Standardsituation für Rapid. Vielleicht die allerletzte Chance für die Grün-Weißen auf ein Last-Minute-Erfolgserlebnis. In der Austria-Verteidigung ist noch einmal Konzentration gefragt. Bis jetzt hat man da eigentlich wirklich gut gearbeitet. Die 8 Gegentore aus den letzten 2 Partien vergessen machen können. Kaum gefährliche Situationen zugelassen. Rapid war auch nicht in der Lage dazu, solche wirklich zu erzeugen. Ja, das war's. Das ist der Schlusspfiff von Magister Harald Lechner, dem Schiedsrichter. 0:0 endet ein letztendlich enttäuschendes großes Wiener Derby zwischen Rapid und der Wiener Austria hier im Wiener Hanapi-Stadion. Ein Spiel, in dem sich wohl keines der beiden Teams wirklich den Sieg verdient hätte. Zu wenig an wirklich guten, schönen Offensivaktionen, an wenig zu gefährlichen Situationen war da wirklich mit dabei. Und Rapid ist jetzt seit 10 Derbys ohne Sieg. Und nur ein Tor in den letzten 6 Derbys. Auch das ist eigentlich erschütternd aus grün-weißer Sicht. Heute vielleicht auch erklärt mit dem Ausschluss nach 25 Minuten. Gelb-rote Karte für Stefan Paller. Frühe Rausnahme von Beuth, aber viel zu wenig wirklich gefährliches. Und Hosiner leider, der sich da in der allerletzten Aktion, als er sich da in den Schuss geworfen hat von Sonnleitner mit einer Verletzung, ja, das wäre ja völlig unnotwendig, sinnlos, dumm und ärgerlich. Mal sehen, was da herauskommt für ihn, für den Austria-Stürmer in den kommenden Stunden. Kein Sieger hier im Hanapi-Stadion, großer Sieger Salzburg. Der Tabellenführer hat gegen Grödig gewonnen, der Tabellenführer hat beobachtet, wie sich Rapid und die Austria die Punkte wegnehmen. Der Tabellenführer hat 2 Punkte Vorsprung. Genau, wir werden Ihnen natürlich auch noch die Samstagsspiele ins Haus liefern mit ausführlichen Zusammenfassungen, mit allem, was dazugehört. Jetzt wollen wir uns aber zunächst einmal nochmals mit diesem 306. großen Wiener Derby beschäftigen. Helge, keine Tore, kein Sieger. Gibt es dennoch für dich so etwas wie einen Punktesieger? Nicht wirklich. Erste Halbzeit war ganz schwach von beiden Mannschaften. Nach der roten Karte war die Austria ein bisschen überlegen. Aber in der zweiten Halbzeit hat mir eigentlich Rapid besser gefallen, mit einem Mann weniger. Es war 50-50 vom Ballbesitz her. Und Rapid hat eigentlich, wenn man es genau nimmt, noch die besseren Chancen gehabt. Hätte das, heißt das, dass die Austria mehr hätte machen sollen mit, aus dieser numerischen Überlegenheit? Ja, sagt man immer so leicht. Das heißt nicht immer, wenn man ein Mann mehr ist, dass man immer besser spielt, weil psychologisch die anderen einfach im Vorteil sein und wissen, jetzt müssen wir einfach mehr geben. Und das gleicht sich dann oft aus. Irgendwie ist aber auch auffallend, dass beide Mannschaften, würde ich fast sagen, ein bisschen ideenlos waren, oder? Ja, wie wir vor dem Match gesagt haben, keiner will das erste Tor bekommen. Die Austria ist nicht gut aus der Saison gekommen und wollten heute nicht verlieren, weil dann war der Start ganz schlecht gewesen. Und bei Rapid ist umgekehrt. Wenn sie heute verloren hätten, hätten sie alles zusammengehaut, nur weil sie das Derby verloren haben. Deswegen haben alle ja, fast auf ein 0-0 gespielt. Sehr auffällig in der heutigen Partie war die griechische Neuerwerbung Petzos. Den haben wir sehr gelobt vor dem Spiel. Heute, naja, ist ihm auch nicht allzu viel gelungen. Da gab es aber zunächst einmal gleich nach Wiederbeginn einen Freistoß. Den hat er sehr gut geschossen, so wie bei Tipp Kick fast ein bisschen, so ein Dropkick. Und Lindner, das ist jetzt nicht die Szene. Okay. Ich weiß jetzt nicht, welche Szene wir als erstes haben, aber auf jeden Fall oder den anderen Freistoß. Okay. Das ist jetzt schon, also, wo Kopfball Primmel im Zusammenspiel mit Ort Lechner an die Stange köpfelt und dann noch den Nachschuss von Schaub. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt Zoran Barisic auch schon bei uns. Hallo, danke schön fürs Kommen. Ja, zunächst einmal, wie zufrieden oder wie unzufrieden sind Sie heute mit Ihrer Mannschaft?
wenn man bedenkt, dass wir sehr lange Zeit in Unterspiel gespielt haben, also in Unterzahl gespielt haben und dann trotzdem noch so eine Leistung geboten haben, bin ich zufrieden. Schauen wir uns gleich an, die beiden gelben Karten, die zur gelb-roten für Palla geführt haben. Geht das für Sie in Ordnung? Schauen wir uns das nochmals an. Ich habe Sie nämlich beobachtet. Sie haben dann doch sehr wild gestikuliert und haben, das ist die erste gelbe Karte, dann auch mit dem vierten Schiedsrichter diskutiert. Das ist die zweite gelbe Karte. Na, gehen beide gelbe Karten in Ordnung. Stefan ist beide Male zu spät dran. Also insofern sind die beiden gelben Karten in Ordnung gegangen. Abgesehen von der numerischen Unterlegenheit, warum hat Rapid nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anschließen können? Naja, immerhin haben wir gegen die Austria gespielt und wie gesagt, wir waren sehr lang mit einem Mann weniger unterwegs. Bei Sturm hat es auch geklappt gegen Sturm. Ja, aber wir haben der Austria nicht allzu viele Torschancen zugelassen und auch in der zweiten Halbzeit haben wir immer versucht, gefährlich nach vorne zu spielen und das ist uns auch teilweise gelungen. Ja, wie gesagt, es wäre auch ein Sieg möglich gewesen, auch in Unterzahl. Dieser kurzfristige Ausfall von Steffen Hofmann, wie sehr hat das auch beeinträchtigt das Spiel? Steffen ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Hat sich natürlich irrsinnig gefreut auf das Derby, aber leider Gottes konnte er nicht spielen. Und somit ist der Sabitzer in die Mannschaft gerückt, aber hat seine Sache hervorragend gemacht. Wir haben gerade über Petzos gesprochen, der ist zu jedem Freistoß hingegangen. Ein paar waren ganz gut, manche waren dann doch weit übers Tor. Hat er so viel Selbstvertrauen, dass der dann trotzdem immer wieder hingeht? Naja, ist natürlich ganz wichtig, viel Selbstvertrauen zu haben als Schütze und volles Risiko zu gehen. Da kann sein, dass der Ball einmal in den Winkel fliegt und einmal übers Stadion. Das ist ganz klar, aber wichtig ist, dass er immer wieder volles Risiko geht. Wann wird ein Rapid wieder mal ein Derby gewinnen? Das nächste Mal. Okay, dann sage ich danke zu Aran Barisic. Ja, Helge, wenn wir jetzt noch bleiben bei Petzos. Wir haben zuerst darüber diskutiert, auch auf der Tribüne. Vielleicht hätte doch wer andere auch einmal schießen sollen, oder? Ja, aber was der Zocke gesagt hat, gefällt mir sehr gut. Er braucht alles Vertrauen, dass er noch einmal hingehen kann. Und er hat eine Riesenqualität als Freistoßschütze und da muss man einmal in Kauf nehmen, dass er mal zwei in die Wolken schießt. Man hat gesehen, den Freistoß, was der Lindner sensationell gehalten hat. Wenn der reingeht, dann reden wir heute alle, wie super der Petzos schießen kann. Man kann ruhig einmal zwei so wegschießen. Da sehen wir nochmals die Szene. Da sieht man, das war jetzt dieser irrsinnigen Effekt gehabt und hat sich in der Luft zweimal geändert. Das war jetzt diese Szene, die ich ursprünglich auch angesprochen habe, genau. Und den hat der Lindner wirklich sensationell gehalten. Und da sehen wir jetzt, dass der Schuss von einer Distanz von 32 Meter abgegeben wurde und über 100 km/h hatte. Sieht man erst da die Leistung auch von Lindner und Thanos Petzos steht jetzt bei Andreas Felber. Ja, und zum Thema Freistöße und Thanos Petzos möchte ich ihn gleich fragen. Der erste war ja super und der und höher gegangen. Was war da los? Zufall. Also man kann den Ball nicht immer perfekt treffen. Ich denke, wenn die Beine dann ein bisschen schwerer werden, Müdigkeit drin ist, dann trifft man ihn vielleicht nicht so perfekt, wie man es will. Der eine hätte mal ruhig ein bisschen weiter links oder rechts einschlagen können. Aber gut, bei den Stars geht glaube ich auch nicht jeder Ball rein. Von daher weitermachen und irgendwann geht er auch rein. Wie war das erste Derby für Sie, das erste Derby-Erlebnis in Wien? Ja, sehr intensiv, sehr kraftaufreibend. Jetzt mit einem Mann weniger noch. Haben wir es, denke ich, ganz gut gemacht, gut kompakt gestanden. In der zweiten Halbzeit mit dem Aufwind irgendwie rausgekommen. Haben die Austria auch ein bisschen überrascht, glaube ich. Ja, im Nachhinein, denke ich, geht der Punkt in Ordnung. Und ja, war auf jeden Fall ein sehr kampfbetontes Spiel. Danke, alles Gute. Zoran Barisic hat die lange Phase mit einem Mann weniger angesprochen. Warum war das eigentlich bei Sturm kein so großes Problem und bei der Austria heute schon? Ist da einfach ein Unterschied zwischen den beiden Mannschaften zu sehen, zwischen Sturm und der Austria? Ja, ganz einfach. Also in Graz hat man auswärts gespielt und das ist noch um einiges schwerer. Hier zu Hause gegen die Austria wollten es trotzdem auf keinen Fall verlieren und deswegen das geht nicht immer gut, dass man mit einem Mann weniger unbedingt gewinnen muss. Es ist schon gut, wenn man mit einem Mann weniger im Derby 0-0 spielt. Also die Leistung von Rapid war trotzdem top. Bevor wir uns der Austria-Szene widmen, vielleicht auch noch eine Szene von Rapid. Burgstaller auf der rechten Seite gut durchgesetzt. Ein Stangelpass, da kommt Sabitzer etwas zu kurz. Das war vielleicht die beste Phase überhaupt im gesamten Spiel. Ja, aber da sieht man, der Burgi setzt sich da zweimal extrem gut durch. Hat noch die Kraft, auf die ersten Meter ist er extrem schnell. Und hat da noch die Übersicht und sieht den heranstürmenden Sabitzer. Und der war natürlich um eine Schussspitze zu langsam.
Aber das hätte sein Tor verdient, allein diese Durchsetzungskraft von Burgi. Aus dem Spiel ist heute nicht viel gegangen bei den beiden Mannschaften, auch aus Standardsituationen, zum Beispiel hier ein Freistoß von Grünwald. Nicht ungefährlich, aber Holland kommt da doch etwas zu kurz, nicht ganz an den Ball. Ja, die Szenen sind immer gefährlich. So ein Topspiel wird oft durch eine Standardsituation entschieden. Und da kommt er, so wie gegenüber, zuerst der Sabitzer wieder um eine Schuhspitze zu kurz. Der Kapitän der Wiener Austria jetzt beim Interview. Manuel, das positive Rapid, Manuel, das positive, Austria hat heute nicht verloren, Austria hat hier auswärts einen Punkt geholt. Das Negative, wenn man fast 60 oder mehr als 60 Minuten in Überzahl, konnte das nicht ausnutzen. Warum nicht? Ja, ich weiß selber nicht genau, was es mit diesem Ergebnis anfangen soll, wenn wir freuen soll. Ich denke eher nicht. Wir haben es irgendwie nicht verstanden, eben, dass wir trotz Überzahl die Rapidler knacken. Eher nur erste Halbzeit als zweite, wo wir sie für zweite mehr vorgenommen haben. Dennoch denke ich, die Rapidler sogar mehr Torschancen gehabt, zweite Halbzeit. Aber okay, wir nehmen auch diesen Punkt in dem Fall. Was fehlt noch? Auf alle Fälle die Tore. Ich denke, wir müssen auch wieder schauen, dass wir ein bisschen so die Leichtigkeit des Seins reinbringen, so ein bisschen mehr kombinieren, ruhiger kombinieren auch. Aber ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen besser wird. Danke sehr. Was würdest du sagen nach den bisher gezeigten Leistungen der Wiener Austria für die Violetten, ein gewonnener Punkt? Ja, schon. Wenn sie vor dem Match hergekommen wären, hätten gesagt, sie spielen heute unentschieden, wie die meisten Derbys im Hanapi-Stadion unentschieden ausgehen, wären sie zufrieden gewesen. Mit einem Mann mehr, die Austria sollte man nochmal gewinnen. Eine Szene haben wir noch, einen Weitschuss von Stankovic, etwa vom 16er, zieht er hier ab, aber auch hier kein schlechter Schuss, aber halt doch neben das Tor. Aber den hat er super genommen, der Stankovic. Er hat sogar einen Oberkörper drüber gehabt. Also technisch super ausgeführt, aber knapp drüber. Also da hätte Jan keine Chance gehabt. Bin ich gespannt, ob sich Nenad Bjelica, der Austria-Trainer, zu dem heutigen Punkt gratulieren lässt oder ob er doch ein wenig enttäuscht ist. Nenad Bjelica bleibt in seinem ersten Wiener Derby ungeschlagen, aber ihre Mannschaft hat diese Überzahl mehr als 60 Minuten nicht ausnutzen können. Warum nicht? Ja, nicht wirklich. Ich glaube, er hat besser getan zum Rapid, dieser Ausschluss, als zu uns. Und das ist oft Fußball. Das ist oft so im Fußball. Wir wollten zweite Halbzeit komplett anders spielen, als wir gespielt haben. Über die Seite viel spielen. Es ist eine oder zwei Situationen gewesen, wo wir über die Seite gespielt haben, komplett falsch. Natürlich fehlt uns momentan Selbstvertrauen und ohne Selbstvertrauen kannst du nicht Fußball spielen. Sie haben es angesprochen, dass über die Seite spielen, ist auch auf der Tribüne aufgefallen, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Hat man da als Trainer unmittelbar nach dem Spiel eine Erklärung dafür, wenn man sich etwas vornimmt, es aber eigentlich überhaupt nicht aufgeht? Ja, wir haben probiert. Über die linke Seite war das nicht so schlecht, weil Suttner und Jun haben solid kombiniert, hätten noch mehr profitieren können von einigen Situationen, wo Suttner sehr gut nach vorne gekommen ist, aber keine gute Bälle bekommen hat. Und über die rechte Seite hat nicht gut funktioniert. Da haben wir wenig gebracht und auch diese Bälle, die wir in Mitte gebracht haben, haben wir nicht zum Abschluss gebracht. Sie haben gesagt, das Selbstvertrauen fehlt momentan ein bisschen. Wie kann das kommen? Wie soll das kommen? Jetzt ist eine Woche Pause, Länderspielpause. Wie wollen Sie der Mannschaft Selbstvertrauen, das Fehlende wieder einimpfen? Ja, mit Siegen. Nur Siegen und dann geht automatisch. Auf einmal bin ich voll überzeugt, dass wir auf diese defensive Arbeit kann man aufbauen. Weil Rapid auch bis 30. Minute nicht eine gefährliche Situation gehabt hat vor unserem Tor und dann zweite Halbzeit von einer Standardsituation profitiert hat. Aber sonst haben wir ganz wenig zugelassen. Das passt, Einsatz passt, Engagement passt. Nur spielerische Leichtigkeit fehlt uns noch und ich hoffe, dass wir schon am Samstag uns besser präsentieren werden. Alles Gute für Samstag. Danke. Wir haben vor dem Spiel und auch in der Pause viel vom Defensivverhalten der Wiener Austria gesprochen. Jetzt wollen wir uns auch noch jenes von Rapid ansehen. Ja, wenn man etwas Positives suchen möchte bei Rapid, sicherlich, dass man da nicht viel zugelassen hat hinten. Wir haben das dann auch noch extra analysiert. Ja, da sieht man einen Angriff von der Austria über die linke Seite. Und die zwei Ketten von Rapid, die Viererkette hinten und die Mittelfeldkette, sind sehr eng zusammen. Da stimmt das Coaching. Und sind mit beiden Ketten in Überzahl. Deswegen tut es ja die Austria schwer, da durchzukommen. Und was mir nur positiv aufgefallen ist, dass Rapid hier versucht rauszuspielen und nicht wegzuschlagen. Und so bleibt der Ball in eigenen Reihen. Und da stimmt einfach alles heute. Das taktische Verhalten
schreibe ich zu, dass die Austria heute kein Tor geschossen hat, auch in Überzahl. Und deswegen ist er 0-0 ausgegangen. Okay, nochmal das Fazit des heutigen 306. großen Wiener Derbys. Ein Unentschieden, wo die Zuschauer sicher nicht sehr zufrieden waren, weil nicht viele Szenen auf beiden Seiten waren. Aber mit dem Punkt können beide Mannschaften leben in der vierten Runde mit einem 0-0. Das ist okay. Hofmann verfolgt dieses kurzfristig aufgrund von Rückenproblemen nur von der Ersatzbank aus. Für ihn startet Marcel Sabitzer. Dazu sind Stefan Paller und Luis Schaub neu im Team von Trainer Zoran Barisic. Fünfte Spielminute, Branko Boskovic mit dem Ballverlust. Stefan Paller holt sich dann bereits früh die erste gelbe Karte in der Partie ab. Klare Sache für Schiedsrichter Harald Lechner nach dem taktischen Foulspiel an Alexander Gorgon. Zehnte Spielminute, Rapid dann mit der ersten Offensivaktion. Zunächst blockt Rogul den Schuss von Beuth. Guido Burgstaller setzt dann noch gut nach. Beim Schuss von Beuth gibt es leise Handspielreklamationen der Rapidler. Aber Beuth trifft Rogul da klar im Gesicht, daher alles in Ordnung. Und auch richtig weiterspielen zu lassen. Die Austria, bei der Philipp Hosiner nur auf der Bank sitzt, nähert sich erst langsam dem gegnerischen Tor. Nina Bielica bringt Dilawar, Gorgon, Okoti und Alexander Grünwald neu ins Team. Und letztgenannter nach knapp 20 Minuten mit dem ersten Torschuss. Nur 4 Minuten später, Tomasz Junister zunächst nicht vom Ball zu trennen. Dann gute Spielverlagerung auf Markus Suttner, der hat da viel Platz. Gute Hereingabe, der Kopfball von Gorgon ist dann aber nicht druckvoll und platziert genug gesetzt. Dann die 26. Spielminute, Rapid mit dem leichtfertigen Ballverlust. Stefan Paller dann wieder im Zweikampf mit Alexander Gorgon, kommt zu spät und sieht daraufhin von Schiedsrichter Harald Lechner die zweite gelbe Karte. In Summe macht zweimal gelb, dann rot. Burgstaller sieht zudem wegen Kritik den gelben Karton. Ja, und die Kritik von Burgstaller ist völlig unberechtigt. Paller kommt klar gegen Gorgon zu spät. Das ist mindestens gelb. Rapid ist somit wie schon in Graz wieder in Unterzahl. Zoran Barisic reagiert auf den Platzverweis wie folgt. Bringt Linksverteidiger Thomas Schrammel für Terence Boyd die Minute 30 in die Partie. Die ersten 45 Minuten sind, was die Offensivaktionen beider Teams betrifft, äußerst überschaubar. Pausenstand 0-0. 5 Minuten dann nach Wiederbeginn die Austria mal mit schnellem Umschalten über Alexander Grünwald. Thomas Jun entscheidet sich dann für den Abschluss. Die Austria deutet ihre Gefährlichkeit eher verhalten an. Auf der Gegenseite dann einmal eine Standardsituation für Rapid. Das ist eine Sache für Thanos Petzos. Der Deutsch-Grieche mit toller Schusstechnik. Heinz Lindner mit guter Reaktion. Der Torhüter sehr aufmerksam. Das Spiel ist in den zweiten 45 Minuten auf jeden Fall besser. Rapid setzt gut nach, zeigt sich sehr präsent in den Zweikämpfen. Guido Burgstaller setzt sich stark durch. Technisch auch fein gemacht. Und Marcel Sabitzer kommt dann einen Tick zu spät. In dieser Phase des Spiels ist dann ordentlich etwas los. 56. Minute Freistoß für die Austria und bei James Holland fehlen dann auch nur Zentimeter auf der anderen Seite. Dann wieder eine Standardsituation für die Austria, ausgeführt von Tomasz Jun. Branko Boskovic klärt nicht ideal und Marko Stankovic dann mit seiner besten Offensivaktion bis dahin. Nächster Freistoß gefällig, bitte sehr, 59. Spielminute. Thanos Petzos bringt die Kugel gut vor das Tor von Heinz Lindner und dann Pech für Rapid. Nur Aluminium und am Ende ist es kein Treffer. Dies aber ist mit Abstand die beste Möglichkeit im gesamten Spiel. Manuel Ortlechner verlängert den Kopfball von Christopher Trimmel zuerst an die eigene Stange. Der Nachschuss von Luis Schaub wird dann noch abgeblockt. Danach gibt es einige Wechsel bei beiden Teams. Bei der Austria kommen Hosiner, Kienast und Reuer. Von der numerischen Überlegenheit der Veilchen über 60 Minuten lang ist nicht richtig etwas zu spüren. 3 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit hat Reuer dann noch die letzte Chance im Spiel. Am Ende gibt es keine Treffer in Wien-Hütteldorf. Dafür aber eine gerechte Punkteteilung zwischen Rapid und der Austria. Meine Mannschaft hat gut gespielt, hat gekämpft, sehr viel gelaufen. Und ja, mit ein wenig Glück hätten wir sogar als Sieger vom Platz gehen können. In die Offensive fällt uns Klarheit, fällt uns die frische Idee, fällt uns ja, 1 gegen 1 Situationen zu suchen. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir
hier ein besseres Spiel machen können.